Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit der Lucky Luke Comic-Reihe. Ich bin zurzeit ein bisschen verletzt, aber ja, habe mich bei der Arbeit ja doch ziemlich tief geschnitten und ja, aber alles in Ordnung. Ich hatte dafür Zeit, mal wieder ein schönes Lucky Luke Comic zu lesen und ich habe Band Nummer 78 gelesen, die Reichsschlacht. Und ich mag das Cover. Ich mag das Cover. Es sieht so, man sieht diese Bleistiftstriche überall so. Ich finde, das sieht richtig geil gezeichnet aus. Kann man das so erkennen? Ja, ne? Finde ich geil. Maurice ist ja, da sind vier Kurzgeschichten von Maurice und Skinny. Und die sind entstanden aus den Jahren, oder zwischen den Jahren 1968 und 69. Und Maurice ist 2001 ja verstorben und Skinny 1977. Und ich habe nicht mehr gerechnet, dass ich dann noch neue Geschichten von Lucky Luke bekomme, von Maurice und Skinny. Und hab sie bekommen. Ja, ja, ja. Warum diese vier Geschichten nicht so bekannt sind, liegt daran, die haben damals diese Geschichten produziert für ein Taschenbuch, was neu rausgekommen ist in Frankreich. Das war so ein Comic-Taschenbuch, also wie das lustige Taschenbuch, so ungefähr so groß. Und dafür haben sie diese vier Kurzgeschichten gemacht. Ja, aber diese Comic-Reihe war wohl nicht sehr erfolgreich. Es gab nur 9 Ausgaben und dann wurde die wieder eingestellt. Und nachdem waren diese Geschichten ja mehr oder weniger verschwunden. Und ja, jetzt wurde es in ein Band gepackt. Und man sieht, dass es im Taschenbuchformat damals gemacht worden ist. Deswegen ist das alles ein bisschen, ich war auch erst ein bisschen erschrocken, als ich die Seiten aufgemacht habe, weil, ja, ich zeige es euch am besten einfach mal. Achso, die vier Kurzgeschichten, bevor ich dazu komme, heißen Alle Anfang ist schwer, Aus Liebe zu Musik, Ein Spaziergang durch die Stadt und Die Reichsschlacht. Die Reichsschlacht ist eigentlich die beste Geschichte hier drin. Es sind 4 nette kleine Geschichten, aber ich komme da gleich noch zu. Ich werde hier ein bisschen über die Geschichten erzählen. So, ich werde einfach mal eine Seite aufklappen. Ja, komm, irgendeine. So. Und man sieht, es ist in einem Taschenbuchformat gemacht worden und wurde jetzt vergrößert für dieses Band. Es ist schnell durchgelesen, das Comic, ja. Es ist sehr schnell durchgelesen. Es sind wirklich 4 ganz, ganz kleine Geschichten. Trotzdem sind es gute Geschichten. Es sind kleine Geschichten, aber kleine, nette Geschichten. Und die Reichsschlacht finde ich besonders gut. Die hat so einen Touch. Aber wir fangen jetzt mal an. Aller Anfang ist schwer. Da geht es um einen Desperado. Ich werde da mal grob erzählen, worum es geht. Einer möchte ein Desperado werden und er möchte berühmt werden und er hat sich so Vorbilder vorgenommen wie Billy the Kid oder die Daltons oder Josh Jamin und möchte genauso berühmt werden. Und so berühmt zu werden als Gangster wie die anderen, muss er sich einen Helden stellen und ihn dann umbringen. Und wer ist am besten geschaffen dafür? Natürlich Lucky Luke. Also geht er in der Stadt rein und legt sich gegen Lucky Luke an und möchte mit ihm, ja, schießen, ein Duell machen. Das Ganze ist sehr witzig, kommt auch sehr witzig rüber, ist eine kleine nette Geschichte, ist aber nach, glaube 5 oder 6 Seiten oder 8 Seiten schon zu Ende, macht aber viel Spaß, ich muss ein bisschen schmunzeln, war okay. Dann kommt Aus Liebe zur Musik, da ist ein Severat, wo die Apachen Krieg führen und dort sollte man einfach nicht durchfahren und da ist jemand mit so einer Kutsche und transportiert für seinen Saloon ein Klavier. Und Lucky Luke, natürlich wird er angegriffen von den Indianern. Also es kommen Indianern drin vor, es kommen Banditen drin vor, es kommt alles drin vor. Kämpfe, alles dabei. Also schon okay. Ja, und Lucky Luke hilft ihm natürlich und sagt jetzt, komm, spring auf mein Pferd drauf oder spann das Pferd aus, wir reiten hier schnell raus hier aus dem Apachengebiet. Sagt er, nein, das Klavier muss ich in meinen Saloon bringen, sonst kommen keine Gäste mehr, denn die wollen unterhalten werden. Und wenn ich ohne Klavier nach Hause kommen, dann lachen die mich aus, dann kann ich meinen Saloon schließen. Und ja, und Lucky Luke sagt so, ja, das geht nicht, wir kommen hier nicht raus mit das Klavier. Dann sagt er, ja, Herr Luke, danke für Ihre Hilfe, aber ich muss ohne Klavier gehe ich hier nicht weg. Und das wird dann so richtiges Abenteuer, das Klavier in diesem Saloon, in dieser Stadt zu bekommen, denn sie müssen über Berge, sie müssen über Schluchten, die müssen nochmal gegen die Apachen kämpfen.
Diese Geschichte ist ein bisschen, länger. Sie ist spannend, sie ist witzig und es ist eigentlich gut, schön zu sehen, wie die das Klavier immer wieder umtransportieren müssen und Hindernisse überwältigen müssen. Also es ist eine kleine, schöne Geschichte, ganz, ganz nette, mit einem witziges Ende. So, das kann ich schon mal verraten. Ich werde hier nicht großartig spoilern. Ihr könnt das gerne lesen dann. Dann haben wir Spaziergang durch die Stadt. Das ist so eine Geschichte, ja, ist okay, ist okay. Es ist einfach so, Lucky Luke möchte jemanden verhaften. Ein Gangster, ein Viehräuber oder ein Pferdedieb. Und die kämpfen zusammen und schlagen sich dann erst im Saloon, dann beim Friseur, dann beim Totengräber, dann bei der Druckerei. Und es wird eigentlich erzählt, also es gibt oben einen Erzähler. Ist ein Spaziergang durch die Stadt. Das heißt einfach, da wo die sich kloppen, erzählt der Erzähler, ja, damals war das so, erst waren die im Saloon, da gab es ein Klavier, da gab es das und dies und eine Theke. Dann gehen sie rüber zum Friseur, dort haben sich die Leute hübsch gemacht. Dann kämpfen die dann weiter im nächsten Haus rein und da nebenan war meistens, oder oben drüber war da meistens der Drucker. Und es ist eine kleine Geschichte, wo erzählt wird, wie die Stadt damals aufgebaut war. Ja, eine ganz nette Geschichte, aber ja, okay. Ist auch eine kleine, ganz kurze Geschichte. Dann haben wir die Reichsschlacht und die ist eigentlich das Highlight in diesem Comic, denn da ist ein Chinese, der möchte, damals gab es ja Chinesen wie Sand am Meer im Westen, weil die haben ja, die wurden ja damals rübergeholt, um die Eisenbahn mitzubauen und danach haben die sich ja meistens so eine Wäscherei aufgemacht oder ein chinesisches Restaurant. Und ja, er macht ein Restaurant auf, ganz neu, und gegenüber macht aber auch ein Chinese ein Restaurant auf. Und die beiden bekämpfen sich dann, weil es kann ja nicht sein, dass zwei Restaurants in einer Stadt sind, denn es kann nur einen geben. Und die bekämpfen sich und schießen damit alles kaputt, die ganze Stadt fast kaputt. Und das ist wirklich sehr witzig, wie die beiden kämpfen. Und die kämpfen ganz ruhig, also wirklich nicht, dass sie so, nein, nein, die sind ganz ruhig, holen dann aber ganz gemütlich mal so eine, ja, eine Bombe raus, also halt so eine Kanone und schießen gegen das andere Lokal. Also ist schon eine coole Geschichte. Macht sehr viel Spaß. Ich kann auch mal ein Bild davon zeigen, komm. Ich hab's ja hier. Damit ihr seht, wie das ist. So, dann bekämpfen die sich da und schießen gegeneinander, gegenüber sind sie. Ist schon ganz cool. Ist schon ganz gut. Ist eine tolle Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob diese Geschichte nicht auch verfilmt worden ist als Serie damals. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber ist trotzdem eine tolle Geschichte. Ich freue mich über das Comic, dass es das gibt. Und wenn ich das jetzt bewerten sollte von der Skala 1 bis 10, es ist kein Highlight, aber es sind vier nette Geschichten. Es macht Spaß, sie zu lesen. Das Comic ist wirklich sehr schnell durchgelesen. Man sieht, die Seiten sind ziemlich groß und nicht viel zu lesen. Bekommt von mir 6,5 bis 7 Punkte, weil es nochmal Maurice und Chris Kinney zusammen ist. Ja, ist okay, ist okay. Genau, ja, das war meine Review zu Die Reichsschlacht. Kann man sich auf jeden Fall anschauen und wer Lucky Luke Fan ist und Maurice und Chris Kinney nochmal alte Geschichten lesen möchte, die man eventuell nicht kennt, kauft euch das Comic auf jeden Fall. Ja, das war's von mir. Falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, ich mache natürlich weiter mit der Lucky Luke Review-Reihe. Abonniert den Kanal gerne. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.